Hey Leute, hier hätte ich euch jetzt den Warframe Garuda mitgebracht. Ist schwierig, was zu Garuda zu sagen, weil eigentlich ist der Frame gut. Praktisch gesehen sieht man Garuda nie, weil er einfach, wie sage ich es am besten, der Frame ist kompliziert bzw. anstrengend zu spielen. Das Damage oder der Damage Output, den wir mit diesem Frame haben können, der ist phänomenal, also vom Damage her absolut top. Aber gerade ohne Limbo würde man Garuda vermutlich niemals sehen. Mit Limbo kann man geile Kombinationen machen oder vielleicht auch Garuda ohne Limbo plus Equinox, auch eine interessante Wahl. Aber wie bereits erwähnt, man sieht Garuda einfach super, super, super selten. Ich kann auch verstehen, warum. Also ich muss gestehen, zum Schluss, als nachdem ich wirklich stundenlang Builds für den Frame getestet habe, habe ich endlich mal einen gefunden, mit dem ich klargekommen bin. Der hat auch pervers viel Schaden gedrückt. Aber selbst der war immer noch anstrengend zu spielen. Was ich halt bei diesem Frame mache, ich habe einen einzigen Build. Ich gehe voll auf die passive Fähigkeit. Die passive Fähigkeit ist, wenn wir nur zwei Leben haben, bekommen wir 100% mehr Schaden. Oder machen wir 100% mehr Schaden. Das Ganze skaliert prozentual, was bedeutet, machen wir mehr Leben rein, bringt es uns gar nichts. Ja, und das heißt, allein schon, wenn wir mit den zwei Leben durch die Gegend rennen, wir machen 100% mehr Schaden. Auch Waffenschaden. Bedeutet, ich habe das die ganze Zeit in meinen Lichtmissionen gemacht, ich bin durch die Mission durchgeheizt, zwei Leben, 100% mehr Schaden, meine Ignis hat alles in Stücke gerissen. Klar, das ist nur die normale Sternkarte, aber, muss man an dieser Stelle ganz klar sagen, für die normalen Sternkarte hat das absolut gereicht, beziehungsweise das war Gegner Level ein paar 90 ohne Probleme. Und weil ich noch schnelles Denken drin hatte und meine Energie wieder auffüllen konnte, indem ich meinen Aderlass gemacht habe, aus Versehen wieder Leben bekommen habe, Sache. Dazu kam, dass ich auch mal mein Leben auffüllen konnte, wenn ich es wollte, mit Blutaltar, was ich nicht gemacht habe. Also im Endeffekt, ich bin wirklich gut durchgekommen, damit ich einfach meinen Aderlass immer mal wieder aktiviert habe und fertig. Und auch dadurch, dass ich Arcana Anmut und Arcana Beschützer hatte, hat das wirklich gut funktioniert. Wobei man hier aufpassen muss, Arcana Anmut wird nur bei Gesundheitsschaden ausgelöst. Das bedeutet nicht, wenn wir nur noch zwei Leben haben. Da muss man dann wirklich ein bisschen aufpassen. Weil wenn wir zwei Leben haben, bekommen wir keinen Gesundheitsschaden mehr, sondern Energieschaden, um es mal so zu sagen. Arcana Beschützer bei Schaden löst noch aus. Arcana Anmut nur, wenn wir über zwei Leben haben. Also ob man den reinmacht, ist so ein bisschen tricky, aber man kann es zumindest machen. Genauso kann man auch überlegen, anstelle von Energieregeneration den Erholungsmod reinzumachen. Weil wir können uns dann mit Aderlass immer wieder runterdrücken auf zwei Leben. Aber wir verlieren dann auch direkt diesen zwei Lebensmultiplikator, also diesen 100% Multiplikator und kommen dann nur auf 97 oder sonst was ein paar Prozent. Ist kein großer Unterschied, aber es sind halt keine 100%. Dafür können wir dann halt eben immer wieder unseren Aderlass machen, bekommen unsere Energie wieder. Also ja, muss man halt überlegen. Beziehungsweise durch Erholung haben wir mehr als zwei Leben. Durch diese mehr als zwei Leben wird Arcana Anmut ausgelöst. Alles nur Sachen, die ich jetzt gerade euch sagen wollte, weshalb gerade die Kombination Erholung, Arcana Anmut, deren Überlegung wert. Listige trifft, Ausdehnung habe ich für Reichweite drin. Dann Zorn, damit, wenn ich Schaden bekomme, meine Energie wieder auffülle. Also ihr seht schon, es ist wirklich darauf ausgelegt, ich drücke meine Energie mit Absicht runter auf 2, bekomme hier ein bisschen was durch Erholung, löse meine Arcana Anmut aus, löse Zorn aus, löse schnelles Denken aus. Und das ist halt der Kreislauf. Prime Kontinuität, damit die Ulti eine schöne Dauer hat von 10,5 Sekunden, ist nicht viel, aber reicht. Flüchtige Expertise auf 4, damit ich eine schöne Effizienz habe. Schattenhafte Verstärkung für die Fähigkeiten Stärke, damit ich hier auf 100% Blutungschance komme. Vitalität auch für die Stärke und damit ich ein bisschen mit meiner Arcana Anmut Stärke auslöst, genau. Prime Fluss, damit ich einen höheren Energiepool haben kann. Und ich will es euch gerade mal kurz gezeigt haben.
drücke einmal auf meine 3. Ich habe 470 Energie. Ich drücke nochmal auf die 3. 600 Energie. Ihr seht es auch gerade, mein Leben geht wieder hoch. 98% Schadensmultiplikator, 97. Aber theoretisch könnt ihr jetzt auch jedes Mal nochmal meinen Arcana Anmut auslösen. Von daher kann man halt so machen. Aber ob ihr es so machen wollt, müsst ihr halt. Aber die Kombination Erholung, Anmut, Beschützer, Zorn, schnelles Denken, Prime Fluss ist sehr, sehr angenehm. Wie spielt man das? Ja, das ist jetzt ein bisschen umständlich. Beim ersten Mal mache ich jetzt mal die KI pausiert, damit ich auch selbst nochmal reinkomme. Das Ganze funktioniert... Moment, ich nehme... Also eigentlich funktioniert das Ganze so, wir sind in der Luft, machen unsere 1. Dadurch werden die Gegner getroffen. Ich mache meine eigene, die 4. Dann mache ich die 1, lade das auf. Jetzt schieße ich auf die Gegner drauf und ihr seht die Schnittprox. Das Garuda. Garuda ist Schaden. Die Sache ist halt, wir haben eine 100% Blutungschance. Jetzt schauen wir mal nochmal hin. Ich springe den Gegner hier an. Ich habe direkt schon mal 30.200, was ich hier mit einem Schlag loslassen könnte. Aber ich kann das, indem ich die 1 gedrückt halte, aufladen. Jetzt wäre ich schon bei 100.000 Schaden. Aber 100.000 Schaden mit Rüstung ist nichts. Also nochmal. Nochmal, ich mache meine Ulti. Lass das los, springe den Gegner an. Lade das auf. Schieße irgendwo hin. Boxregeln. Das könnte man natürlich sagen. Hey, sehr geil. Schieße ich mit einer Waffe drauf. Das bringt es ja auch voll. Waffen, die so viel Schaden drücken, dass sich das lohnt, das sind hauptsächlich die Sniper. Die haben Jägermunition drin. Die haben eh schon Crit-Schnittprox. Also, ja, so habt ihr eine 100% Chance, aber ich bin ganz ehrlich, es lohnt sich meiner Meinung nach nicht so wirklich, da irgendwas mit Waffen zu machen. Auch wenn ihr die Launcher nehmt oder so. Ich nehme jetzt mal die Kuvatonko. 60%. Es geht jetzt einfach nur ums Prinzip. Hat 22.000 Schaden. Also beim letzten Mal, wo ich das getestet hatte, das war nix. Hier seht ihr jetzt die Gegner, die ein bisschen weiter außen stehen. Ihr macht ein bisschen was an Schaden. Will ich überhaupt nicht bestreiten, aber ich empfinde das als durchwachsen. Also man kann es machen, aber dann wirklich nur mit den extrem starken Waffen. Wenn ihr irgendeine andere Waffe nehmt, wie zum Beispiel die Kuva Karak, ah, okay, doch. Weil man an dieser Stelle sagen muss, selbst ohne Garuda sieht das Ergebnis so ähnlich aus. Ich will einfach nur drauf hinaus. Das, was wir hier als Buff haben, ist enorm. Aber es hat halt das optimale Ergebnis durch den riesen AOE-Effekt von der 1. Deshalb würde ich das halt ausnutzen. Und das Schöne ist halt, wir haben jetzt Shield Gate. Das bedeutet, solange wir ein bisschen was an Schilden haben, können wir nicht gewonnen-hittet werden. Ich halte jetzt mal die KI-Pausierung aus. So, mach das so. Geh dann hier rein. Lade auf und drauf. Ich habe es geschafft, ohne zu sterben. Das ist doch schon mal was. Ist zwar ein bisschen umständlich alles, aber Garuda hat halt das Potenzial. Aber ich denke mal, ihr seht es auch, warum niemand Garuda spielt. Ist einfach umständlich. Hätten wir jetzt aber ein Limbo, der uns in den Rift versetzt, bedeutet, wir wären unsterblich. Dann können wir einfach hier ganz entspannt mal die Ulti machen, dann ohne irgendwas groß beachten zu müssen, hier die 1, aufhalten, fertig. Wir müssten uns nicht mal um die Gegner kümmern, also wir könnten gar nicht sterben, weil wir in der Ulti, in dem Rift drin wären.
Aber ihr seht es auch gerade, ich schaffe es zu überleben. Aber das Schöne ist, ich kann jetzt natürlich auch noch meinen Schaden erhöhen, indem ich meine Prozente auf 100% oder ein paar 90% hochtreibe. Muss ich viel weniger aufladen, kann es loslassen und mache trotzdem den Schaden. Also es gibt die verschiedensten Arten und Weisen, wie man Garuda spielen kann. Aber das hier war halt die erste Spielweise, die ich gefunden habe, die es mir ermöglicht hat, Garuda effektiv ohne Limbo zu spielen. Naja, ob es einem gefällt oder nicht, müsst ihr halt selbst wissen. Ich finde es halt interessant und auch gut. Dann gibt es dann auch noch die Garuda Clown. Ich muss sagen, mit den Dingern habe ich mich noch nie wirklich beschäftigt. Sind halt Clown-Waffen. Warte mal nachschauen. Gesamtschaden. So. Die Dinger sind schon in Ordnung. Und bildtechnisch habe ich jetzt das hier drin. Zustandsüberladung, Prime 3 Schweide, Berserker, Blutrausch, Ausweider, trifft eine Berührung, ansteckende Plage, bösartiger Frost. Ich denke, braucht man nicht groß was dazu zu sagen. Ist relativ selbsterklärend. Und damit wären wir jetzt auch schon mit Garuda durch. Also, wir können auch unsere Waffen mit Garuda gut buffen. Habt ihr ja gesehen. Aber alles in allem, der Hauptschaden kommt halt durch die 1 und die Ulti zusammen. Wenn ihr selbst das nur mit den Waffen macht, finde ich das ein bisschen Verschwendung. Aber wenn ihr für euer ganzes Team dann die Gegner mit der Ulti für Schnittprox öffnet, das ist wieder interessant. Naja, ich hoffe, ich konnte euch hiermit mal einen netten Anreiz geben. Vielleicht findet ihr eine schöne Möglichkeit, Garuda zu spielen. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.